everybody's accounted for. Thank you. All right, bye. They got him. Sie haben sie. Die zwei Häftlinge hatten sich in die falsche Schlange eingereiht, um das Gefängnispersonal zu verwirren. Sie müssen mit einer Disziplinarstrafe rechnen. Die Übung endet, ohne dass ein Häftling oder ein Beamter verletzt wurde. Aber es kann jederzeit wieder zu einem blutigen Zwischenfall kommen. Ich suche nach Blutspuren. Im Schlafsaal scheint ein Kampf ausgebrochen zu sein. Und die Beamten suchen nach Beweisen. Wir glauben, dass der Angreifer eine Waffe hatte. Einen Mann, der in den Kampf verwickelt war, haben wir bereits identifiziert. Und er hat zwei Stichwunden. Der Mann gibt die Identität seiner Widersacher nicht preis. Das würde ihn zu einem Verräter machen und die leben stets gefährlich. Also müssen die Beamten den gesamten Schlafsaal auf den Kopf stellen, um die Waffe zu finden. Die Verdächtigen müssen sich ausziehen und werden im Duschraum durchsucht. Auch ihre Kleidung wird inspiziert. Auch die Habseligkeiten der Häftlinge werden durchsucht. Erfolgreich. Die Beamten können mehrere Waffen sicherstellen. Diese haben sie in der Isolierung eines Wasserrohrs gefunden. Das Beweismaterial reicht aus, um zwei Häftlinge zu überführen. Ich versuche, mich jeden Tag im Zellenblock blicken zu lassen. Ich kann nicht von meinen Angestellten erwarten, dass sie sich jeden Tag der Gefahr stellen und mich selbst im Büro einschließen. Trotzdem ist die Arbeit im Gefängnis gefährlich, besonders im Hochsicherheitstrakt. Hier ist der Angriff mit selbstgebastelten Waffen für das Gefängnispersonal und die Insassen eine ständige Bedrohung. Verstecke finden sich überall und die Beamten verbringen einen Großteil ihrer Zeit damit, den Zellenblock zu durchkämmen. Lieutenant Marchie Horton leitet eine routinemäßige Durchsuchung im Zellenblock 1. Wir führen hier regelmäßig Durchsuchungen durch, weil es viele Verstecke für Waffen gibt. Waffen lassen sich aus vielen Alltagsgegenständen herstellen. Mit etwas Geschick werden daraus scharfe Messer oder Stichwaffen, die schlimme Wunden hinterlassen können, wie diese Fotos beweisen. Donald Chappell durchsucht das Entlüftungssystem einer Eismaschine in der Nähe des Freizeitraums und wird fündig. Was haben Sie gefunden? Zwei Waffen. Diese Waffe wurde aus dem Hebel eines Bürostuhls gemacht. Der Hebel, mit dem man die Stuhlhöhe einstellen kann. Wir haben eine Möbelwerkstatt in Pendleton. Noch eine Waffe. Wir müssen uns in die Häftlinge hineinversetzen. Wenn wir etwas finden wollen, müssen wir so denken wie sie. Sonst kostet es uns eventuell das Leben. Diese ist noch nicht ganz fertig. Sie ist noch nicht scharf. Weil bei der heutigen Kontrolle so viele Waffen beschlagnahmt wurden, ordnet Gefängnisdirektor Mais eine umfassende Durchsuchung des gesamten Zellenblocks an. Und zwar mitten in der Nacht. Das Suchteam versammelt sich um 1 Uhr morgens auf dem Gefängnishof. Right, face. Officer Brian. Common files. Fort March. Die Wasserversorgung wird vorsorglich abgestellt, damit die Häftlinge das belastende Material nicht in den Toiletten wegspülen können. Das Suchteam betritt das Gebäude durch einen Seiteneingang. Die Razzia kann beginnen. Die
Häftlinge sitzen in ihren Zellen, während die Beamten den gesamten Block durchsuchen. Ihnen bleibt nichts anderes übrig, als zuzuschauen und zu warten, bis die Beamten zu ihnen kommen. Vor der Durchsuchung der Zellen werden die Häftlinge mit Handschellen gefesselt und auf den Flur gebracht. Drogenspürhunde machen sich an die Arbeit und entdecken in der Toilette ein Paket, das hinuntergespült werden sollte. In einer anderen Zelle fühlt ein Beamter etwas Verdächtiges zwischen ein paar Scheiben Brot. Da ist was Hartes drin. Ein Handy. Ein wichtiger Fund. Die nächtliche Razzia war überaus erfolgreich und soll demonstrieren, dass strikt gegen Drogen und Waffen vorgegangen wird. Unter den beschlagnahmten Gegenständen befinden sich auch Teile einer Tätowiermaschine. Tätowieren ist ausdrücklich verboten, denn schmutzige Tattoo-Nadeln können Krankheiten wie Hepatitis oder AIDS übertragen. Außerdem drücken Tattoos häufig Gangmitgliedschaften aus. Man kann sich Swastikas stechen lassen. Fünfeckige und sechseckige Sterne, Gangnamen oder Initialen. Joshua Aaron wurde nach einem bewaffneten Überfall zu 6 Jahren Haft verurteilt. Er betreibt mittlerweile ein florierendes Tattoo-Geschäft in Pendleton. Er ist seine eigene Werbefläche. Ich habe das traditionelle Mama-Tattoo. Hier unten steht, Your Mom was here. Ich habe ein Tattoo in meiner Achselhöhle, ein Hirn auf dem Kopf und eine Dämonenfratze auf meinem rechten Bein. Aaron benutzt Gitarrenseiten statt Nadeln, Kugelschreibertinte und einen Motor, den er sich aus Teilen eines Ventilators gebastelt hat. Ich musste erst alles wieder zusammenbauen, weil sie während der Suche in alle Einzelteile zerlegt war. Ich bin schon viele Male erwischt und bestraft worden. Ich verliere ungern meine Geräte, denn dann muss ich wieder ganz von vorn anfangen. Das größte Problem ist, den Suchteams immer einen Schritt voraus zu sein. Aaron tätowiert in abgeschirmten Räumen, während ein anderer Häftling Wache steht. Ein paar Jungs sind echt sauer, dass ich mich beim Tätowieren filmen lasse. Aber die Gefängnisleitung weiß, dass hier tätowiert wird. Und die können mich mal. Nur kurze Zeit später fliegt Aaron auf und seine Maschine wird konfisziert. Gang-Tattoos sind ein weiteres Problem. Marcus Sugars wurde wegen eines bewaffneten Raubüberfalls zu 8 Jahren verurteilt. Er gehörte lange Zeit der arischen Bruderschaft an, der gefährlichsten Gefängnisgang der USA. Dann beschloss er, auszusteigen. Ich wollte mein Tattoo abdecken lassen und kurz darauf passierte es. Vier Typen hielten Sugars als Geisel. Sie bedrohten ihn mit einem Messer und rammten seinen Kopf 2-3 Mal ins Fenster. Die Männer griffen Sugars im Schlafsaal an. Sie verbarrikadierten die Tür und setzten eine Matratzendecke. Was haben Sie gefunden? 2 Waffen. Diese Waffe wurde aus dem Hebel eines Bürostuhls gemacht. Der Hebel, mit dem man die Stuhlhöhe einstellen kann. Wir haben eine Möbelwerkstatt in Pendleton. Noch eine Waffe. Wir müssen uns in die Häftlinge hineinversetzen. Wenn wir etwas finden wollen, müssen wir so denken wie sie. Sonst kostet es uns eventuell das Leben. Diese ist noch nicht ganz fertig. Sie ist noch nicht scharf. Weil bei der heutigen Kontrolle so viele Waffen beschlagnahmt wurden, ordnet Gefängnisdirektor Mais eine umfassende Durchsuchung des gesamten Zellenblocks an. Und zwar mitten in der Nacht. Das
Das Suchteam versammelt sich um 1 Uhr morgens auf dem Gefängnishof. Right, face. Come files. For March. Die Wasserversorgung wird vorsorglich abgestellt, damit die Häftlinge das belastende Material nicht in den Toiletten wegspülen können. Das Suchteam betritt das Gebäude durch einen Seiteneingang. Die Razzia kann beginnen. Die Häftlinge sitzen in ihren Zellen, während die Beamten den gesamten Block durchsuchen. Ihnen bleibt nichts anderes übrig, als zuzuschauen und zu warten, bis die Beamten zu ihnen kommen. Vor der Durchsuchung der Zellen werden die Häftlinge mit Handschellen gefesselt und auf den Flur gebracht. Drogenspürhunde machen sich an die Arbeit und entdecken in der Toilette ein Paket, das hinuntergespült werden sollte. In einer anderen Zelle fühlt ein Beamter etwas Verdächtiges zwischen ein paar Scheiben Brot. Da ist was Hartes drin. Ein Handy. Ein wichtiger Fund. Die nächtliche Razzia war überaus erfolgreich und soll demonstrieren, dass strikt gegen Drogen und Waffen vorgegangen wird. Unter den beschlagnahmten Gegenständen der Verstecke für Waffen gibt. Waffen lassen sich aus vielen Alltagsgegenständen herstellen. Mit etwas Geschick werden daraus scharfe Messer oder Stichwaffen, die schlimme Wunden hinterlassen können, wie diese Fotos beweisen. Donald Chappell durchsucht das Entlüftungssystem einer Eismaschine in der Nähe des Freizeitraums und wird fündig. Was haben Sie gefunden? 2 Waffen. Diese Waffe wurde aus dem Hebel eines Bürostuhls gemacht. Der Hebel, mit dem man die Stuhlhöhe einstellen kann. Wir haben eine Möbelwerkstatt in Pendleton. Noch eine Waffe. Wir müssen uns in die Häftlinge hineinversetzen. Wenn wir etwas finden wollen, müssen wir so denken wie sie. Sonst kostet es uns eventuell das Leben. Diese ist noch nicht ganz fertig. Sie ist noch nicht scharf. Weil bei der heutigen Kontrolle so viele Waffen beschlagnahmt wurden, ordnet Gefängnisdirektor Mais eine umfassende Durchsuchung des gesamten Zellenblocks an. Und zwar mitten in der Nacht. Das Suchteam versammelt sich um 1 Uhr morgens auf dem Gefängnishof. Right, face. Come files. For March. Die Wasserversorgung wird vorsorglich abgestellt, damit die Häftlinge das belastende Material nicht in den Toiletten wegspülen können. Das Suchteam betritt das Gebäude durch einen Seiteneingang. Die Razzia kann beginnen. Die Häftlinge sitzen in ihren Zellen, während die Beamten den gesamten Block durchsuchen. Ihnen bleibt nichts anderes übrig, als zuzuschauen und zu warten, bis die Beamten zu ihnen kommen. Vor der Durchsuchung der Zellen werden die Häftlinge mit Handschellen gefesselt und auf den Flur gebracht. Drogenspürhunde machen sich an die Arbeit und entdecken in der Toilette ein Paket, das hinuntergespült werden sollte.